Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen langweiliger ist vielleicht, aber ich will das jetzt so machen. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Spitze! Ja? Zwerge lieben, Bier. Trinken gerne, Bier. Super, vielen Dank. Es war mir ein, Vergnügen. Komm zurück, wenn du, mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Okay, spätestens jetzt dürfte klar sein, dass auch Hinweise, die uns nichts mehr bringen, hier weiterhin drin bleiben. Dass Zwerge Bier mögen, das wusste ich bereits. Das ist mir nicht ganz neu. Okay. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Wenn dich ein Goblin nicht sehen kann, dann kann er dich, nicht verletzen. Super, vielen Dank. Aha. Es war mir ein, Vergnügen. Komm zurück, wenn du, mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Das nützt uns zwar jetzt noch nichts, aber ich nehme an, das werden wir in Zukunft brauchen, wenn wir mit Goblins konfrontiert werden, denn wir haben ja unseren einen Ring und der kann uns ja unsichtbar machen. Deswegen ist das schon mal ein ganz guter Hinweis, das werde ich mir merken. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Melonen und Musiker, Instrumente passen nicht gut zusammen. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Das stimmt schon, also die Honigmelone, die ich im Kühlschrank liegen habe und meine Akustikgitarre, die hier neben mir steht, die passen farblich nicht zusammen und auch von der Form her, naja, nicht wirklich. Das kann ich nur bestätigen. Ich weiß aber nicht, warum man überhaupt auf die Idee kommen sollte, Melonen mit Musikinstrumenten zu verbinden, es sei denn, man möchte ein Sausophon stilllegen. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Der Trank eines Druiden kann... ja, das kennen wir schon. Ich drück's mal weg. Das hätte ich eigentlich vorher auch machen können. Die erzählen ja am Ende immer dasselbe. Gut. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem... Ja? Da ist eine... Ding. Ring. Das kennen wir schon, kennen wir schon. Vergnügen. Ja, ich komm zurück. Ich kann's nicht wegdrücken. Wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten. Ja, bla. Ich drück's jetzt mal immer weg, ne? Auch wenn das natürlich, ich mag das eigentlich nicht, wenn die Gespräche dann so abgehackt sind, aber wir kennen's ja einfach schon, deswegen. Ich bin bereit. In ja, ein Drache ist so groß wie ein Elefant. Super, okay. Komm bis zum nächsten. Ich weiß nicht, was ich mit dem Hinweis anfangen soll, ehrlich gesagt. Das sagt mir nichts so wirklich. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Schau nach rechts. Ja, wir wissen es, wenn wir über die Straße gehen. Ich bin bereit. Ja? Kleine Steine sind oftmals super nützlich, das wissen wir bereits. Bis zum nächsten. Ich bin bereit. Ja? Seltene Dinge. Kennen wir schon, okay. Ich glaube, wir kriegen jetzt nichts Neues mehr aus der Eule raus hier. Na, was tun wir? Vielleicht jetzt, wo wir den Ring haben, vielleicht brauchen wir den Ring? Uns wurde ja gerade der Hinweis gegeben, dass wir den brauchen für Gobbos irgendwie. Jetzt, wo wir den Ring haben, vielleicht ist da...
Ja, endlich! Da ist die Kiste! Das ist eine Kiste mit Lebensmitteln für die Kobolde. Genau auf die habe ich gewartet. Ich dachte mir jetzt schon, wenn das was mit den Goblins zu tun hat, der Ring, dann wird doch vielleicht auch endlich die Kiste mit dem Goblin-Krempel da sein. Wunderbar. Du kriegst... Okay. Es ist dunkel hier drinnen. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Das... Ich ziehe besser den Ring an. Gut. Irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Oh, ich hatte ihn verkehrt herum auf. Zwei Dinge. Erstens, das war nicht ganz der Plan gewesen. Ich dachte eigentlich, dass du da drin irgendwas findest, was du jetzt einsacken könntest. Ist aber auch so ganz gut. Jetzt sind wir in der Goblin-Festung. Und vom Stil her weiß ich, welche das ist. Das ist nämlich die neben der Zwergenmine. Und zweitens, man zieht einen Ring nicht an, man steckt ihn auf. Dieses verfluchte, komische Deutsch. Ach, das könnte ich doch. Benutze mal die Schere hier mit dem... Ich bin hilflos, solange ich in dieser Kiste stecke. Ja, du sollst die Schere mit dem Klebeband benutzen. Mann, kannst doch durchstechen, das wird doch wohl möglich sein, oder? Was kannst du denn sonst machen? Kannst mit dem Hammer. Ich bin hilflos, solange ich in dieser Kiste stecke. Na so ein Mist. Ich bin hilflos, solange ich in dieser Kiste stecke. Ja, ist ja schön. Hilflos, solange ich in dieser Kiste stecke. Magst du vielleicht den Ring nochmal aufsetzen? Nee, nicht benutzen. Ja, trage halt. Ich bin hilflos, solange ich bin hilflos. Ich bin hilflos, solange ich in dieser Kiste stecke. Was soll ich tun? Können wir irgendwie... Ist hier noch irgendwas anderes eigentlich? Nee, ne? So, da ist die Kiste. Ja. Beweg. Ach. Na. Na. Ach, Leute, ihr seid so doof, wisst ihr. Kommt schon. Der Typ motzt die ganze Zeit rum, dass er hilflos ist, wenn er da drin steckt. Und wenn ich auf Bewege-Kiste drücke, dann schmeißt er sie einfach weg. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da ist ein Haufen leerer Pappschachteln. Da ist mein Zauberbuch drin. Ah, na dann. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, du sollst ja auch nicht... Wenn da dein Zauberbuch drin ist, dann nimm das doch gefälligst. Da ist ein Haufen leerer Pappschachtel. Ich denke, da ist dein Zauberbuch drin. Junge, hast du nicht gerade noch was von Zauberbuch? Zauberbuch. Nimm. Zauberbuch. Ja! Wir haben das Zauberbuch! Ah, spitze! Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Da ist ein loses Stück Papier. Okay. Ein Stück Papier. Es ist über und über mit Symbolen versehen. Anscheinend wollte jemand mein Zauberbuch benutzen. Okay. Ich nehme an, damit können wir irgendein Ritual durchführen. Ich habe eine Idee, wo wir vielleicht hingehen könnten dafür. Das habe ich irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, aber vielleicht täuscht mich das auch irgendwie mit dem Prolog ein bisschen. Mal gucken. So, ist die vielleicht offen? Es ist abgeschlossen. Oh Mann, wer hätte das gedacht? Das geht doch so. Hätte ja sein können, dass das ein Generalschlüssel für die ganze Fantasy-Welt ist oder so. Ja, MMM. Was können wir tun? Schere, Sausefon, ich hab keine Ahnung. Kannst du vielleicht die Kiste anzünden, nur so zum Spaß? Das geht doch so nicht. Schade, hätte ich lustig gefunden. Was können wir tun? Können wir vielleicht... Nee, nicht mit irgendwas benutzen, du sollst es einfach nur benutzen. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Schade. Okay, wir kommen hier ansonsten aber auch nirgendwo raus, wie es scheint. Nee. Wie kriegen wir die Tür auf? Gute Frage. Es ist abgeschlossen. Können wir vielleicht einfach nur so... Hier komme ich im Moment nicht raus. Ach so, okay. Hätte ja sein können. Das wäre aber auch ein bisschen dämlich gewesen, muss ich sagen. Okay, wir haben die Schloss. Moment. Haben wir irgendwas, um das zu knacken? Können wir vielleicht mit dem Nagel das Schloss knacken? Das geht doch so nicht. Nee, schade.
funktioniert, glaube ich, auch nicht so. Benutze Papier mit Tür. Ha! Ich wusste es. Also, ich wusste, dass es klappt, als ich gerade das Papier gesehen hatte. So, jetzt brauchen wir nur irgendwas, um den Schlüssel, der wahrscheinlich außen steckt, runterzuschieben. Ich frage mich, ob dieser Trick wirklich klappt, weil ich mir immer denke, wenn der Schlüssel runterstürzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach auf dem Stück Papier liegen bleibt. Der schlägt doch bestimmt auf und springt dann irgendwo hinweg. Und gerade aus so einem kleinen Fetzen hier. Okay, womit schieben wir jetzt? Moment, vielleicht doch mit dem Nagel? Das geht doch so nicht. Vielleicht jetzt nochmal mit dem Schlüssel? Das geht doch so nicht. Wir brauchen irgendwas Schmales, um das rauszuschieben. Schere. Das geht doch so nicht. Du musst doch nur den Schlüssel rausschieben. Das geht doch so nicht. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Nee, nicht mit irgendwas benutzen. Ach. Womit können wir denn... Ich brauch doch bloß irgendwas Langes, womit ich hier das rausschieben kann. Das geht doch so nicht. Simon! Du regst mich auf! Ich will doch nur diesen verdammten Schlüssel da rausschieben. Meine Güte. Was haben wir denn noch? Hammer ist doch sinnlos eigentlich, oder? Wir können ja mal gegen die Tür hämmern. Das geht doch so nicht. So, Moment, was sagt er denn dazu? Oh, daneben klickt. Es ist über und über mit Symbolen versehen. Ich meinte jetzt eigentlich, was sagst du dazu, dass es unter der Tür ist, aber naja. Der Schlüssel wurde im Schloss zurückgelassen. Okay, habe ich noch gar nicht draufgeklickt, um zu gucken. Okay, jetzt, wo du diesen Hinweis hast, kannst du dann vielleicht irgendwas benutzen, um den Schlüssel rauszuschieben? Das wäre mal sehr schön. Man braucht einen Schlüssel zum Öffnen. Simon. Simon. Du regst mich auf. Mit dem Keil? Nee, das ist zu breit, oder? Das geht doch so nicht. Mann! Junge, ich will doch nur diesen verfluchten... Das geht doch so nicht. Ach, ich hasse dich. 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 Ich weiß nicht, was ich benutzen soll hier. Irgendwas von dem Eimer könnte man, wenn man diese Optionen hätte, auch irgendwie den Henkel abmachen und damit drin rumstochern. Aber das ist genauso sinnlos. Ja. Haben wir irgendwas zum... Öffne den Eimer. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Ja, hätte ja sein können, dass das klappt. Benutze den Eimer mit dem Schloss. Das geht doch so nicht. Simon, ich beginne dich wirklich zu hassen langsam. Können wir vielleicht mit Druckluft das da rausschieben? Das geht doch so nicht. Vielleicht erzeugen wir... Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Vielleicht können wir mit dem Sausophon da eine Vibration erzeugen, um das rauszuschieben. Geht nicht, schade. Ach Mensch, ich habe gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das geht doch so nicht. Mäh. Das geht doch so nicht. Simon, wenn du das nochmal sagst, dann... Ach. Das geht ja, doch das so war jetzt nicht. Auch sinnlos. Hier, kipp mal einfach drüber. Das geht doch so nicht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, ehrlich gesagt, um den Schlüssel rauszuschieben. Das geht doch so nicht. So, mit dem Schloss ging auch nicht, ne? Das geht doch so nicht. Meine Nerven. Das geht doch so nicht. Meine Nerven leiden ganz gewaltig. Und wenn ich jetzt nicht bald drauf komme, was ich hier einsetzen kann, dann werde ich zum Berserker. So, hier war ansonsten auch kein Gegenstand mehr, ne? Nee, hier ist nix. Ich hasse euch. So, nee, nicht schau an. Nimm gleich. Ein Rattenknochen. Und das hättest du nicht mit irgendeinem anderen Gegenstand machen können, ne? Da musst du natürlich unbedingt den Rattenknochen nehmen. Ist klar. Du Depp, du. So, zack, Schlüssel aufs Papier. Und damit können wir das Papier nehmen. Und gleichsam den Schlüssel erhalten. Na, ist das nicht wunderbar? Benutze den Schlüssel mit der Tür oder dem Schloss, wie auch immer. Freiheit, ich komme! So, aber öffnen magst du sie nicht, ne? Nee. Hinaus!